Ich melde mich heute aus New York, wo eine ausgewählte Gruppe von Mitgliedern des Außenpolitischen Ausschusses und des Rechtsausschusses des EU-Parlaments die Vereinten Nationen besucht haben. Viele Sitzungen standen auf dem Programm und alle wesentlichen Themen wurden besprochen. Vom Krieg in Syrien über die Konflikte in der Ukraine und in Libyen bis zur Lage der Rohingyas in Myanmar. Menschenrechte standen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Eine eigene Ausstellung in den Räumlichkeiten der UNO zeigt auf, was Opfer des Islamischen Staates durchgemacht haben. Überall unterstützen die Vereinten Nationen die Menschen vor Ort. Höhepunkt des Besuchs hier bei den Vereinten Nationen ist natürlich auch immer ein Treffen mit dem UNO-Generalsekretär. Antonio Guterres will die UNO an Haupt und Gliedern reformieren. Für diese Herkulesaufgabe braucht er auch die Unterstützung der EU-Parlamentarier. Insgesamt war deutlich zu erkennen, dass das Ansehen der Europäischen Union bei der UNO angesichts der Fragmentierung in der Welt größer geworden ist.